Etwa 8 Tonnen landen auf dem Schulhof des Humboldt-Gymnasiums. Der Findling soll in Zukunft die Inschrift Schule ohne Rassismus tragen. Das Projekt haben sich Schüler, Lehrer und Eltern ausgedacht. Heute trägt es Früchte, aber erstmal trägt der Kran den großen Findling. Für die Schülerin und Projektleiterin Lina Görlich ein toller Moment. Also ganz mulmig im Bauch so, also es ist wie als hätte man Schmetterlinge im Bauch. Also ich bin wirklich sehr zufrieden, das klappt doch alles super und ja, also sehr aufgeregt. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Helfer müssen den Findling noch in die richtige Position bringen. Aber warum überhaupt der ganze Aufwand? Ein Schild mit der Aufschrift Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage gab es doch schon. Man hat letztendlich auch ständig versucht, uns als Schüler dahingehend zu beeinträchtigen, dass man entweder das Schild entwendet hat, und das ist zweimal erfolgt, gleich 2012 und dann noch einmal 2014. Für unsere Schüler und Schülerinnen ist es eben wichtig, dass sie ihr Bekenntnis, ihre Tätigkeit auch nach außen tragen und sich so zu erkennen geben. Und das versuchen wir heute durch eine andere Maßnahme für einen längeren Zeitraum zu untermauern. So entstand in der Projektgruppe die Idee, einfach etwas richtig Schweres aufzustellen. Durch Kontakte aus der Elternkonferenz zur LEAG sind die Schüler dann an den Findling gekommen. Den durften sie sich im Tagebau sogar selbst aussuchen. Wenn er dann steht, steht er wahrscheinlich hochkant und ist 2,50 Meter hoch und 1,50 Meter breit. Und ja, der ist, also den fanden wir am besten, weil er sich dann so wie ein Monument vor ihm aufbaut. Dann fehlt nur noch die richtige Gravur. Darum kümmert sich später ein Steinmetz. Am Ende ersetzt der 8-Tonner das Schule ohne Rassismus-Schild. Den kann dann keiner mehr so schnell wegtragen.